Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die Inverted Classroom and Beyond Konferenz. Findet im Februar 2020 an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden bei Wien statt. Heute, unglaublich, melde ich mich bei Ihnen und euch aus dem Universum. Also richtig, richtig cool. Und ich habe da genau den richtigen Gast heute bei mir, der mir das gerade gezeigt hat, dass man das hier auch in einem Videotool machen kann, und bin natürlich schwer begeistert. Lieber David, vielleicht stellst du dich ganz kurz auch unseren anderen Zuseherinnen und Zusehern vor. Genau, also ich bin David Rüttler, bin Unilehrender, Erwachsenenbildner und sonst auch selbstständiger Berater. Und mein Fokus ist Live-Begegnung oder Live-Online-Bildung. Und jetzt habe ich hier im Hintergrund eine poppige Katze, aber ich kann mich auch begeben nach San Francisco. Da ist das Bild glaube ich, ein bisschen schärfer als bei der Katze, aber die Katze passt jetzt irgendwie. Absolut, genau. Super, das bringt uns dann, glaube ich, auch schon zu den Inhalten, die du für die Inverted Classroom and Beyond Konferenz vorbereitet hast. Was erwartet uns denn inhaltlich in deinem Workshop? Ja, also jetzt sind wir hier in einem 2D-Live-Kommunikationsraum. Und mich interessieren 3D-Live-Kommunikationsräume, also solche Räume, die dann zugänglich werden mit VR-Headsets. Also das ist die Oculus Go, gibt es mittlerweile für ca. 200 Euro. Das hier ist das etwas fortschrittlichere Modell, die Oculus Quest, kostet irgendwie plus minus 500 Euro. Und ja, das Interessante ist, dass man also mit diesen VR-Headsets jetzt nicht nur irgendwie spielen kann oder irgendwelche sonstigen Abenteuer, Achterbahnfahrten erleben kann, sondern dass tatsächlich dann Begegnung mit anderen Menschen oder mit anderen Lernenden möglich ist. Also es gibt VR-Umgebungen, die sind insbesondere für Bildung geschaffen. Da kann man also Präsentationen zeigen oder gemeinsam Filme anschauen oder irgendwie malen oder bauen oder alles Mögliche. Und eben ganz wichtig, miteinander kommunizieren. Und das in irgendwie ganz speziellen Umgebungen. Ohne dass ich jetzt irgendwie Video einschalte. Ich bin also repräsentiert durch den Avatar. Das kann auch irgendwie ein interessanter Aspekt sein. Also es spielt keine Rolle, ob ich jetzt dick, dünn oder alt bin. Und ja, man kann natürlich irgendwie soziale Kompetenzen dabei schulen, sprachliche Kompetenzen. Viele dieser Begegnungen finden auf Englisch statt, aber man kann natürlich auch eigene Räume einrichten und dann ist es wie ein geschlossener Webinarraum. Ja, cool. Ist ja eigentlich ganz interessant, ja, dass das irgendwie so jetzt erst richtig losgeht, dass wir eigentlich in Virtual Reality tatsächlich ja gerade dieser immersiven Virtual Reality eben auch unglaublich gut kommunizieren können. Und das wahrscheinlich sogar ein Riesenpotenzial von dieser Technologie auch sein kann. Und eben nicht nur das Darstellen von irgendwelchen unglaublichen Welten, wie zum Beispiel jetzt hier oder eben dann auch von 3D-Welten. Ja. Was erwartet? Vielleicht nochmal, man hört sehr, also man kann sehr gut sprechen miteinander. Mhm. Man hört sehr gut, man hört in Stereo. Man hört, wenn sich jemand annähert, man hat natürlich auch dieses räumliche Empfinden. Ja? Also da ist eine Person weiter weg oder sie kommt wieder näher. Also das, was man auch in einem normalen Workshop-Raum hat. Ja. Aber man ist eben nicht in einem Workshop-Raum, sondern man kann auch auf einer Raumstation sich zum Beispiel gemeinsam befinden. Ja. Jetzt hast du uns so viel Lust drauf gemacht. Was erwartet uns jetzt methodisch in deinem Workshop? Zeigst du dann Bilder her oder dürfen wir das auch ausprobieren? Also klar, es gibt ein paar Screenshots aus unterschiedlichen VR-Umgebungen, aber wir werden sicher auch gemeinsam in einer einsteigen. Also wer ein Headset hat, darf es mitnehmen. Ich werde auch zumindest zwei mitnehmen. Das heißt, man kann das mal ausprobieren und erleben. Man kann auch, wer Computer mit dabei hat, kann über PC mit einsteigen. Also wir werden zumindest zwei unterschiedliche Social VR-Umgebungen probieren. Es gibt eine, die ist auch sehr nett, das ist eine Open-Source-Umgebung. Es läuft allein im Browser, ohne jede Installation, sogar im Smartphone-Browser, ganz spannend. Cool. Und wir werden eine etwas fortschrittlichere Plattform ausprobieren, diskutieren, Einsatzmöglichkeiten überlegen. Super.
absolut spannend. Das heißt, man darf bei dir ganz aktiv ausprobieren. Man darf sich in Real Life unterhalten. Man darf sich in der virtuellen Realität unterhalten. Also für Kommunikation wird reichlich gesorgt sein. Vielen Dank, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich habe auch mit Kolleginnen und Kollegen einen Workshop zu Virtual Reality. Das heißt, ich werde auch unbedingt versuchen, noch was mitzubringen. Vielleicht können wir dann ja auch die Brillen austauschen, damit wir in beiden Workshops genug haben, damit eben alle dann tatsächlich das einmal austesten können. Also da können wir uns gerne absprechen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, wir haben euch jetzt wirklich Lust auf diesen Workshop gemacht zur Virtual Reality. Wenn ihr also tatsächlich etwas ausprobieren möchtet, gerade in VR und vor allem in sozialer VR, dann natürlich unbedingt jetzt für die Inverted Classroom and Beyond 2020 an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden anmelden und dann auch in diesem Workshop vorbeischauen. Lieber David, danke, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich dann auch auf eine reale Begegnung im Februar in Baden. Danke. Ich auch. Danke. Ciao. Für das Gespräch.